Grüezi miteinander und herzlich willkommen zur Wanderwelt mit der Andrea Meyer und mit Thomas Compagno Bond. Wir sind heute auf den Spuren von James Bond auf der Furka Pass. Wir starten am Fuß des Furkapass im Schmuckendörfli Real. Heute sind wir zu dritten unterwegs. Der Videojournalist Philipp begleitet uns. Für seinen Einstand hat er sich etwas ganz Besonderes ausgedacht. Die Story müssen wir natürlich auch noch schnell erzählen mit unserem Philipp, der da das Making-of-Film macht. Der hat nämlich keine Brille dabei gehabt. Er hat eine bekommen und die müssen wir jetzt, obwohl er es extrem nicht gern hat, müssen wir jetzt einfach schnell zeigen. Vor allem mit den Glitzersteinen. Ja, er will einfach keine Zuschriften, das will er nicht. Die Glitzersteine, die Philipp ein bisschen peinlich findet, sind aber schon gleich vergessen. Wir haben heute eine wichtige Mission und wollen James Bond nachfühlen. Vor genau 55 Jahren ist hier am Furkapass der Goldfinger gedreht worden. Aber Philipp, James Bond ist eigentlich nicht mehr dein Jahr gegangen, oder? Schaust du das noch? Naja, also, ja, Amix. Komm, nochmal. Das ist einfach Brüllen, die irritiert. Philipp, schaust du noch James Bond, deinen Jahrgang? Was hast du für einen Jahrgang? Ich bin 95. Okay. Also ist der Film 40 Jahre vor meiner Zeit in Kinos gekommen. Das ist überhaupt aber nicht interessant. Ja, aber das macht guten Film aus, dass du auf 60 Jahre nachdem er produziert worden ist, noch schauen kannst. Also, und jetzt, Thomas, machen wir uns auf die Suche nach der richtigen Kurve, oder? Du ja, weißt nicht, das. Ja, so haben wir jetzt. Ich weiß das. Ich gebe das vor, zu wissen. Gut. An der Filmkulisse gibt es nichts auszusetzen. Die ist einfach wunderbar. Aber es geht noch 2,5 Stunden drauf. Thomas entdeckt als erstes James Bond Tafeln. Von da aus kann man sich die verschiedenen Filmszenen einmal bestens vorstellen. Aber die berühmteste von allen Kurven ist es nicht. Ah, dann ist also doch drum ist die richtige Tafel. Kurve gewesen. Das ist nicht die Kurve, sondern das ist. Nein, das ist glaube schon die, wo wir gesehen sind. Das ist da, wo die Kamera gestanden ist. Wahrscheinlich, ja. Wir sind unterwegs im südwestlichen Zipfel von Kanton Uri und im Hochtal Urseren. Die präparierte Wanderpassstrasse ist ein Genuss und lässt auch Abwechslung zu. Jetzt haben wir uns für die Abkürzung entschieden. Du hast dich für die Abkürzung entschieden. Genau, und jetzt haben wir einen riesen Berg vor uns. Tut mir so leid. Aber ja. Du hast wollen? Zeig ihn mal. Tapfer und mit kräftigen Lungenzügen kommen wir darauf. Das Jammern tun wir jetzt einfach mal schnell unterschlagen. Die Abrechnung gibt es dann auf dem Berg oben mit einem Eiszapfen-Duell. Kurz vor dem Ziel wartet dann eine weitere Überraschung. Eine Tafel stoppt uns. Wir werden vor der Lawinengefahr gewarnt. Weitergehen dürfen wir nicht. Mit dem haben wir jetzt nicht gerechnet. Unser Hotelier weiss bereits schon Bescheid und schickt uns ein Taxi durch. Eine gute Taxifahrerin. Ja. Wegen der Lawinengefahr fahren wir jetzt einen anderen Weg, der sicher ist. Die Fahrt in den Abend hat etwas unbeschreiblich Schönes. Schon der berühmte Schriftsteller der Goethe hat das Urseretal verewigt und geschrieben, dass das Tal unter allen Gegenden, die er kennt, sein Liebste und das Interessanteste ist. Vielleicht ist es die Abgeschlossenheit, die einem das Gefühl gibt, dass man ein bisschen fast wie in einer anderen Welt ist, wo man wieder Ruhe und Kraft tanken kann.
Am nächsten Morgen geht es nicht zu Fuß, sondern mit dem Schlitten und dem Trottinett durchab. Je nachdem, wie schnell es vorangehen soll, wählt man das entsprechende Modell. Komm mal neben dich. Mal schauen, ob er mich einholt. Oh, er kommt näher. Fahren muss ich noch lieben. Kurz vor dem Ziel treffen wir ein Dorforiginal von Rialp, das so ziemlich alles weiss rund um den James Bond. Und er erzählt uns dann auch noch ein bisschen aus dem Nähkästchen. Der Ben Simmen. Jetzt die Einheimischen wissen oder merken auch, dass im Film chronologisch die Abfolge überhaupt nicht stimmt. Ja. Warum ist das so? Ja, das hat natürlich auch mit den Jahren zu tun. 1963, 1964, mit Sicherheit der Höhepunkt des Kalten Krieges. Das Red Wing hat es gegolten, geheim zu halten. Und wir sind da mitten drin. Also die Schweizer Armee und die Regierung hatten natürlich keine Freude gehabt. Dann haben wir ein englisches Filmteam, das im Herzstück von der Landesverteidigung einen Film dreht. Also hat man die Chronologie vollkommen verändert. Furka ist plötzlich völlig an einem anderen Ort. Und vor allem das Lustigste ist wirklich die Durchfahrt durch eine Alp, wo der James Bond auf sein Navi schaut und er macht Bip-Bip und das ist ein Vorort von Genf. Das ist ganz speziell. Aber das hat mit dieser Geheimhaltung zu tun. Aber immerhin, ein Navi hat er schon gehabt. Eben, das Gadget ist natürlich schon vorausgesehen, vor 50 Jahren, dass man ein Navi sein Auto hat. Das ist immer wieder erstaunlich. Im Jahr 2014, zum 50. Geburtstag des Films Goldfinger, hat der Band sogar versucht, Sean Connery nach Andermatt zurückzubringen, aber der hat sich nicht überzeugen lassen. Macht nichts, hat sich der Band gesagt. Er weiss, das Urseretal bleibt etwas Besonderes, auch ohne den Besuch von Berühmtheiten.